Universität recht herzlich in diesem Hörsaal willkommen, der gut gefüllt ist. Entgegen dem, was Matthias Stürmer gesagt hat, ist der Grund der fehlenden Polstergruppen nicht unbedingt der, auch der, dass der Kanton Bern sparen muss. Aber der Hauptgrund ist vielleicht noch ein ganz anderer. Wir stoßen nämlich überall an Kapazitätsgrenzen. Das heißt, unser größtes Problem ist, dass wir noch mehr Studierende in bestehende Räume hineinbekommen. Und da ist natürlich eine, Sie kennen das aus der Business-Klasse, bei Airlines eine enge Bestuhlung der Zahl förderlich. Also das ist eigentlich in anderer Weise ein Problem. Ein Problem, das man ja im gewissen Sinne auch als einen Erfolg, wenn man so will, der Universität Bern in der Attraktion von Studierenden sehen will. Auf der anderen Seite, Sie wissen auch, dass es ja muntere Diskussionen gibt über die Akademisierungsrate in diesem Lande und da will ich gar nicht drüber eingreifen. Dieser Saal ist recht attraktiv, wie ich meine. Das musste ich auch im letzten Jahr erfahren, als ich dann einen Anruf bekam von einem Kollegen, der eine auch Konferenz aus der Reihe organisierte und dann meinte, ob ich nicht den Hörsaal räumen könnte mit meinem regulären Kurs, weil die Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga sich gewünscht hat, in diesem Saal sprechen zu können. Das hätte ich gerne gemacht, aber es war tatsächlich aufgrund der großen Zahl der Studierenden und dass wir wirklich kaum einen anderen Saal dafür haben, hätten wir das ausfallen müssen und das wäre wieder mit der Philosophie der Universität nicht übereingekommen. Also ich hoffe, sie ist mir deswegen nicht Gram, ja, aber Sie sehen, es ist schon über die engeren Kreise der Universität ist das ein bekannter Hörsaal, in dem wir heute sein dürfen, in dem aber auch eben regelmäßig normaler Unterricht stattfindet. Sie können übrigens dort hinten an der Außentreppe hochgehen, dort oben hat es noch Platz. So. Ja, Matthias Stürmer hat das gesagt, also aufs Auge drückt. Also wir waren im Kreise der Programmleitung und haben ein wenig geredet und dann kam eben die Idee auf oder eine freundliche Ermunterung, ob ich nicht ein paar lockere Worte sagen sollte zu diesem Thema, das ja das Motto der heutigen Veranstaltung ist. Und das mache ich natürlich gerne auf der einen Seite, nicht, weil es ist immer als Professor, dass man Theorien ein bisschen oder theoriebasiertes Wissen, sagen wir es mal so, und das Volk bringt. Auf der anderen Seite ist das natürlich mit der Theorie und Praxis immer so eine Sache. Und in diesem Sinne würde ich Sie bitten, die folgenden wenigen Überlegungen, die ich Ihnen präsentiere, eigentlich als eine Anregung zu begreifen, wie man gewisse Probleme, die wir beobachten können, in der Praxis eventuell unter Bezugnahme auf die ein oder andere Theorie, die in der Wirtschaftswissenschaft diskutiert wird, ein wenig anschauen kann. Ja, und insofern auch eine Einleitung in den heutigen Tag, der ja genau diese Problematik jetzt sehr häufig aus knallhart praktischen Perspektiven beleuchten will. Also öffentliche und private Informatikbeschaffung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, so das stolze Versprechen und das Ganze in etwas weniger als 20 Minuten. Da können Sie sich schon erahnen, dass ich da mehr oder weniger einen Gleitflug darüber mache, über dieses Thema. Und wir beginnen einmal mit einer Statistik. Ja? Auch in der Schweiz und nicht nur dort sind ja Statistiken und Rankings eine sehr beliebte Geschichte. Wir sehen hier das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Ich habe immer noch die Reden vom 1. August im Ohre, wo es dann hieß, ein Kleinstaat, aber mit einer wirtschaftlichen Großmacht. Sie sehen, die Summen sind enorm. Das entspricht dem Rang 20 Ranking auf der Welt im Bruttoinlandsprodukt, was die Schweiz eigentlich erwirtschaftet. Ja, über diese Zahl der Erhebung kann man ja immer noch sich wunderbar streiten. Entscheidend ist aber hier die Staatsquote, die ja den prozentuellen Anteil ausdrückt und der ist in der Schweiz rund ein Drittel. Auch hier übrigens immer leicht divergierende Zahlen, je nachdem welche Quelle man aufschlägt. Selbstverständlich habe ich mich auf das Bundesamt für Statistik hier in Neuchâtel abgestützt. Also rund ein Drittel seit Jahren, damit ist die Schweiz ein Land mit relativ geringer Staatsquote.
Ja, es gibt etliche, bei denen das 50% und mehr ist. Und das sind nie, bei Weitem nicht die sogenannten maroden Länder im Süden. Auch ein sehr gut gehendes Land wie Dänemark beispielsweise, das einen vergleichbaren Wohlstand hat wie hierzulande, hat eine Staatsquote von etwas mehr als 50%. Aber was ich sagen will letztendlich, das ist nur der Ranking-Teil mit dem Vergleichen, ist, dass doch ein nicht unerheblicher Teil des erwirtschafteten Vermögens letztendlich durch die staatliche Institution in irgendeiner Form durchläuft. Also jeder dritte Franken nach Zahlen eben des Bundesamtes für Statistik. Und eben ein Teil davon, ich komme dann später darauf, sind dann IT-Ausgaben. Insofern, wir reden hier über eine erwähnenswerte Größenordnung. Das ist einmal klar. Der Obertitel war ja, dass der Vergleich zwischen Privat und zwischen staatlichen Institutionen. Und ich habe Ihnen versprochen, eine Reflexion auf der Basis gewisser Theorien zu machen. Und ich würde Ihnen ganz gerne dieses Büchlein hier vorstellen, das es seit 1970 gibt, von deutschstämmigen Albert O. Hirschmann, der also auch aus nachvollziehbaren Gründen während der Nazi-Zeit es besser gefunden hat, anderswo zu leben. Und der also in Amerika als Professor sich etablieren konnte und eben 1970 dieses Buch geschrieben hat, das ich in diesem Zusammenhang für sehr interessant halte oder in mehrerlei Hinsicht, weil er nämlich eine volkswirtschaftliche Perspektive mit einer soziologisch-politologischen Perspektive kombiniert hat in diesem Buch, in dem er gesagt hat, also wie funktionieren eigentlich Privatwirtschaft und Staat grundsätzlich anders? Und das mit besonderem Bezug auf eine Situation eines Leistungsabfalls, so könnte man das abstrakt sagen, the decline, responses to decline, also zu einem Abwärtsbewegung. Und wie der Name schon sagt, Exit, Voice and Loyalty, sieht er im Wesentlichen drei Reaktionsmuster, die auftreten können. Wie reagiert ein Individuum auf eine Beziehung zu einer Organisation, die einerseits eine private privatwirtschaftliche sein könnte oder andererseits eine staatliche oder eben sonst die NGO, würden wir heute auch noch sagen, und solche. Also, das sind die Reaktionsmuster und die naheliegende Reaktionsmuster wäre natürlich, dass ich die Beziehung abbreche. Ich bin mit der Leistung nicht mehr zufrieden und dieser Abbruch der Beziehung zu der Organisation, das wäre dann die Exit-Option, nicht? Ich steige aus dieser Beziehung. Das wäre das erste grundlegende Muster, das er feststellt. Das zweite grundlegende Muster ist, ich behalte die Beziehung zwar bei, aber ich bin natürlich unzufrieden mit der Leistung dieser Organisation und das drücke ich aus in dem Bemühen eigentlich diese für mich unbefriedigende Leistung zu verbessern und damit die Beziehung letztendlich wieder befriedigend werden zu lassen. Und diese Option heißt Voice, nicht? Also die Ausdrückung der Stimme, Protest ist nur eine natürlich Option hier. Da gibt es andere Mitbeteiligungsoptionen, die man natürlich auch hier einbeziehen müsste. Voice. Und dann gibt es die dritte Version, die dritte Option, die in dem Buch ausgemalt wird, in diesem Ansatz, das ist eben, ich behalte die Beziehung bei und ich tue nichts, ja, also ohne Protest, ich schweige nicht und das ist nicht etwa Silence, sondern er nennt das einfach Loyalty, nicht, also das ist das Beibehalten der Beziehung, da könnte man natürlich sagen, sowohl aus Sichten des Staates als auch aus Sichten der Unternehmen, das wäre vor der Hand eine schöne Option, ich habe also nie mit irgendwelchen Quänglern oder so zu tun, aber das Gefährliche bei der Loyalty-Version ist Silence, das ist die Faust im Sack, wie man hierzulande so schön macht, nicht, also die Unzufriedenheit kann sehr gewaltig steigen und dann eben am Ende umso eruptiver in eine Voice- oder in eine Exit-Strategie führen. Nicht? Also wir sollten jetzt nicht sagen, Loyalty wäre die erstrebenswerte Version, aus der Perspektive immer eine Organisation betrachtet. Das ist also der grundsätzliche Ansatz und diesen Ansatz, der wurde tatsächlich aufgegriffen an vielen Orten. Ich erzähle also nichts Neues, 1970 ist also lange her. Und auch in der Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel wird im
Customer Relationship Management, sehr viel über Beschwerdemanagement geredet und dort wird auch eben auf diesen Ansatz unter anderem Bezug genommen. Auch in der Politologie weiß ich oder in der Rechtswissenschaft, dass dieser Ansatz beachtet wurde als grundsätzliches Erklärungsmuster. Nun wird es interessant und mit dem Thema heute hat es dann zu tun, wie sind nun die Stereotypenreaktionen, die Hirschmann sieht, mit Bezug auf diese beiden grundsätzlichen Einheiten, Wirtschaft und Staat, also das Privatunternehmen und die staatliche Organisation. Und er sagt, das ist ganz einfach, nicht in der Wirtschaft ist die Stereotype-Reaktion Exit. Ja, naheliegend, ich komme gleich noch darauf. Und beim Staat sei die Stereotype-Reaktion Voice. Das ist mal die Grundannahme, die hier getroffen wird. Nicht? Also zwei grundsätzlich andere Verhaltensmuster. Und warum ist dem so? Das wird natürlich auch erklärt. Und der Ansatz, was Privatunternehmen angeht oder privatwirtschaftlichen Bereich angeht, ist ganz klar. Der wird ja zumindest in unserem System gesteuert über Märkte. Und diese Märkte kommunizieren ja letztendlich den Unternehmen ganz genau, ob ihr Leistungsangebot in Ordnung ist, nicht angenommen wird oder ob es da grundlegende Probleme gibt. Und wenn es grundlegende Probleme gibt, dann passiert eben das, was Sie hier sehen, nicht, dass also entweder Umsatz bzw. hier Aktienkurse in der Folge, die dann steil runtergehen und die natürlich sofort eigentlich bei dem Unternehmen, betroffenen Unternehmen Nachdenken auslösen muss und sagen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, wir kommen mit unserem Leistungsangebot nicht zum Zuge. Ja, das wäre die Hauptoption, an die wir denken, aber eben auch aus der Perspektive eines Unternehmens ist das natürlich nicht eine nur ideale oder überhaupt nicht ideale Situation, wenn wir erst, wenn wir hier unten im Keller sind, erfahren, dass es da irgendwelche Störungen mit unserem Leistungsangebot gibt. Also könnte es durchaus im Interesse sein eines Unternehmens, dass sehr frühzeitig auch herauszufordern, dass Kunden ihnen gegenüber ein Problem mit der Leistung schon kommunizieren. Und dann sind wir beim klassischen Beschwerdemanagement, das durch diese Grafik hier angedeutet ist. Also so die Argumentation von dem Herrn Hirschmann in dem Buch Exit, die Standardgeschichte, ja, aber Unternehmen sollten schauen, dass sie auch Leute zum Voice bekommen, weil Voice eben, also äußern, Protest, Beschwerde, nicht nur negativ zu verstehen ist, sondern im Sinne von Feedback auch Anregungen, um überhaupt erst Kenntnis von Leistungsstörungen zu erlangen und dem entgegenzuwirken und das Ganze natürlich letztendlich, um die Leistungsfähigkeit der Organisation, der in diesem Fall privatwirtschaftlichen, zu bewahren. Ja? Also Sie sehen, das ist eigentlich der besondere Witz bei dieser Abhandlung von dem Herrn Hirschmann, dass er jeweils sagt, dass auch die Nicht-Stereotypen-Reaktionen sehr wichtig sein können. Und dass man die berücksichtigen müsse. Und wie ist das jetzt mit dem Staat? Ich habe mich hier auf ein paar historische Bilder zur Illustration abgestützt aus der ehemaligen DDR. Sie sehen, das sind die 50er Jahre. Das war der berühmt-berüchtigte Volksaufstand am 17. Juni, der so ja geendet hat. Vorher sind die Leute mit Plakaten, also klassische Voice-Strategie, herumgelaufen und haben gewisse Verbesserungen im System gefordert, die dann aber offenbar nicht akzeptiert wurden, wie wir hier sehen an diesen lustigen Autos. Und das war also keine sehr schöne Art, mit dem Ganzen umzugehen. Also nicht vorbildlich, kann man sagen, aus Seiten der staatlichen Organisation mit einer Voice-Option umzugehen. Aber nun gut, es verdeutlicht eigentlich das. Und gerade am Beispiel der DDR kann man natürlich auch wunderbar sehen, und das wird in diesem Sinne auch sehr häufig als Beispiel herangezogen, selbst in Wikipedia können Sie das nachlesen, dass bei Staaten eben die natürliche Reaktion die Voice-Option ist. Denn ich kann nicht so einfach einen Staat wechseln. Im Normalfall nicht. Ja. Im Falle der DDR war das ein Stück weit einfacher. Hier dieses berühmte Foto von dem NVA-Soldaten, der hier über den Stacheldrahtzaun geklettert ist. Da ging es noch einfacher, aber Sie wissen später, die Mauer, Todesstreifen und so weiter. Also das Regime hat schon versucht, seine Bürger zu halten, weil im Falle der DDR sehr viele Bürger eine Exit-Option gewählt haben.
Die hatten es natürlich vor der ganzen Geschichte mit der Repression einfacher insofern, als dass der andere deutsche Teilstaat, die Bundesrepublik Deutschland, ihre Staatsbürgerschaft sofort anerkannt hat. Wir wissen ja heute, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das Wechseln in einen anderen Staat so einfach nicht ist. Wir werden ja hierzulande in Europa und speziell auch in der Schweiz ja wieder diskutiert, natürlich schon seit Jahren mit Exit-Optionen von sehr vielen Leuten aus Bürgerkriegsgebieten im Süden konfrontiert und müssen schauen, wie man diese einigermaßen auch menschlich befriedigend löst, diese Probleme. Also hier sehen wir Exit Voice im Staat. Das muss natürlich alles nicht so gewalttätig daherkommen, deswegen gehe ich mal direkt in einige Beispiele hinein aus dem Kanton Bern in jüngster Zeit und wo eine private und eine öffentliche Investitionsentscheidung eine Rolle gespielt hat. Wir sehen einfach in diesem Jahr, das war der Ansiedlungsentscheid, also eine neue Fabrik zu bauen, der CSL Behring, die schon hier im Kanton schon vorher aktiv gewesen ist. Und es stand dort eine Standortentscheidung an zwischen am Ende Bern, um genau zu sein Lengnau, der Gemeinde Lengnau im Kanton Bern und der Singapur, ja, fast wie ein schönes stereotypes Beispiel mit Studierenden. Da machen wir auch immer Singapur, nicht? Aber meistens sagen wir dann Basel oder Zürich oder so, aber hier Lengnau. So, also, und Sie wissen, ja, am Ende jetzt ist der Entscheid für den Kanton Bern, also Lengnau, gefallen, was uns natürlich als Kanton ein bisschen freut. Aber auf der anderen Seite, Sie sehen auch, oder Sie haben nachgelesen, was dabei eine Rolle gespielt hat, natürlich verschiedene Faktoren, aber nicht zuletzt auch Steuererleichterungen. Natürlich, das ist immer das Instrument, das man aus der Wirtschaftsförderung zücken kann, wenn man eine Ansiedlung schmackhaft machen will. Und das ist der einzige Weg, wie man solche Standortentscheidungen beeinflussen kann. Das ist bei Privaten. Jetzt schauen Sie mal, wie das ist, wenn Sie in den öffentlichen Bereich gehen. Da ist das Beispiel der Fachhochschule Bern ein wunderschönes. Sie wissen, Fachhochschule Bern auf verschiedenste Standorte verteilt. Und jetzt soll das Ganze konzentriert werden. Hauptprojekt ist der Technikcampus in Biel. Ja, und jetzt geht das zulasten insbesondere eines Standorts, nämlich Burgdorf. Und Burgdorf, die ja schon einige Technikfächer haben bis anhin, die wollten kompensiert werden. Was haben sie also gemacht? Sie haben im Großen Rat schöne Allianzen geschmiedet und es tatsächlich geschafft, jetzt vom Großen Rat eigentlich einen Entscheid herbeizuführen, wesentliche Teile aus Bern, der Stadt Bern, abzuzügeln in Richtung Burgdorf. Wie weit das jetzt tatsächlich so rauskommt, werden wir dann nachher noch sehen, aber das ist der Entscheid des Großen Rates. Ich will auch hier natürlich nicht politisieren, sondern Ihnen anhand dieses Beispiels deutlich machen, wie in diesem Fall die Standortentscheidung getroffen ist. Klassische Voice-Option. Es geht nicht über finanzielle Anreize, hätte die Gemeinde Burgdorf ja auch oder hat sie vielleicht auch schon ein Stück weit gemacht, aber vor allen Dingen geht es darum, die politischen Prozesse zu beeinflussen und das ist in einer Demokratie auch Voice natürlich, nicht? Also über solche Meinungsprozesse, solche wirtschaftlichen Standortentscheidungen herbeizuführen. So. Dies also der erste Schritt. Ich wollte aber mit Ihnen nicht über Standortentscheidungen reden, so spannend wie das auch ist, sondern über IT. Ja, IT, der jeweils ein Teilbereich ist, der auch miteinander verwoben ist zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Bereich. Die genauen Kennzahlen sind sehr schwierig zu erheben. Ich erspare uns das alles an dieser Stelle. Was ist eigentlich an IT Besonderes im Falle zu anderen Investitionsentscheidungen? Ein paar Schlagworte nur auf die Schnelle. Es handelt sich um ein komplexes Immaterialgut. Das ist mal ganz klar, nicht? Man kann es schlecht greifen. Es ist eben hauptsächlich in Köpfen und dann wird es gecodet. Und auch das ist letztendlich ja, so wie ein Buch, das allerdings ein Prozessor lesen kann. Also Immaterialgut und dann auch eben sehr kompliziert. Wir wissen, Sie kennen alle auch dieses lustige Bildchen aus der Softwareentwicklung, das zeigt, dass es sehr schwer ist, Anforderungen an ein solches System zu formulieren und dass über die verschiedenen Entwicklungsstufen das jeweils anders interpretiert werden kann und Sie sehen, dass da die erstaunlichsten Lösungen rauskommen. Also das ist eigentlich das, was der Kunde gebraucht hat und hier,
letztendlich das, was bekommen ist, das, wo die Rechnung ausgefallen ist, und das ist der Support, nicht? Also Sie sehen sehr plakativ, wie sich das Ganze eben über verschiedene Stufen, viele Köche verderben den Brei, und in einem Softwareentwicklungsprozess sind viele Parteien involviert, wie sich das Ganze ändert. Dann, und das ist eines meiner Lieblingspunkte, es wird immer noch, und ich sage das generell für uns alle, ich glaube, dass auch heutzutage, obwohl wir in der sogenannten Informations- und Wissensgesellschaft leben, nach wie vor eigentlich der Zusammenhang zwischen IT, also einer Technikinfrastruktur, und unserem organisationalen Handeln nicht richtig verstanden wird. Ich nehme uns also als Wissenschaftler nicht aus, und das ist natürlich ein Hauptproblem, nicht, wenn ich diese beiden Ebenen nicht miteinander zueinander führen kann, miteinander verbinden kann. Ein Problem im Übrigen, das die Wirtschaftsinformatik natürlich beschäftigt. Hier ein Ansatz von Henderson Venkataraman, also nur das Oberflächenbild von diesem Ansatz natürlich. Das zeigt also, Business und IT, die stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, und die IT brauchen wir, um das Business überhaupt zu ermöglichen, oder die Verwaltungsaktivitäten. Aber damit das Ganze funktioniert, muss das Business natürlich hier die IT-Aktivitäten steuern, beeinflussen, muss sagen, oder sich gegenseitig, muss hier eine Abstimmung stattfinden, dass eben das richtige System dann am Ende herauskommt, das tatsächlich nutzbringend an dieser Stelle ist. Und hier genau gibt es dann das Problem, wahrscheinlich besonders in diesem Bereich Drives, weil, auch das ist meine Erfahrung, viele Leute auf der Geschäftsebene den Faktor IT vernachlässigen, und sie vernachlässigen ihn insbesondere diesbezüglich, dass sie sagen, das ist Technik, das ist Technik, und das sollen die Techniker machen, nicht unser Business im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier, denke ich, kann man Stereotyp eine Krux annehmen, warum manche Dinge in Privatwirtschaft und in Verwaltung schieflaufen, weil eben dieses sogenannte Alignment, IT-Business-Alignment, bis zum heutigen Tag nicht sauber läuft. Wie nun ist die Besonderheit in den Amtsstuben? Ich habe hier ein historisches Foto aus einer historischen Amtsstube um 1900. Ja, wir haben jetzt ja gerade die schönen Rückblicke, Erster Weltkrieg. Also habe ich mal so eine Amtsstube herausgesucht aus dieser Epoche. Und die drückt natürlich so einige Stereotype aus. Ja, also das fällt ja auf, wenn man den politischen Diskurs verfolgt, dass also allenthalben immer so Stereotypen herumgereicht wird. Der faule Beamte, ja, der auch ein bisschen unterbelichtet ist. Ja, wenn sie denn wirklich gut gewesen wäre, wären sie in die Privatwirtschaft gegangen, nicht? Ja, und was da passiert, nicht? Das wäre in der Privatwirtschaft überhaupt nicht möglich. Ja, da wären wir ja schon längst pleite und so weiter. Sie kennen diese Sprüche. Ich habe übrigens der Versuchung, die Aussagen direkt aus der Zeitung mit namentlicher Nennung zu zitieren, habe ich widerstanden, weil das vielleicht kontraproduktiv wäre, nicht? Also habe ich das. Sie alle aber haben diese Zeitungsnotizen gelesen. Sie kennen diese Stereotypen. Ja? Also, was ich Ihnen jetzt hiermit sagen will kurz vor dem Schluss, nicht? Sie haben gesehen, einerseits diese wunderbare Theorie von dem Herrn Hirschmann, dass es offenbar so ist, dass eben Staaten grundsätzlich anders von den Bürgern beurteilt werden, weil eben für sie hauptsächlich diese Voice-Option natürlich die gängige ist. Nicht? Sie können nicht einfach eine Exit oder wollen nicht eine Exit-Option spielen, sie machen Voice. Deswegen sind sie natürlich sehr viel aktiver in den Staat, übrigens auch als Mitbesitzer quasi, als Souverän einzugreifen. Und deswegen ist auch wieder nicht unklar, dass in der öffentlichen Beobachtung Missstände und Fehler in den Amtsstuben besonders schwer wiegen. Ja, das sollte uns nicht verwundern, dass die Aufmerksamkeit hier besonders groß ist angesichts dieser Theorie. Und das Ganze wird noch schön abgeschmeckt, diese Suppe, mit allerlei negativen Stereotypen, die in dieser Form sicherlich weit überrissen sind. Aber, und das sage ich Ihnen jetzt ganz bewusst, es ist natürlich als Wissenschaftler sehr schwer, weil Misserfolge nicht gern kommuniziert werden, belastbare Belege für fundamentale Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten IT-Beschaffung zu finden. Hier wie dort gibt es Fehlschläge, hier wie dort gibt es fehlerhafte Anforderungen, hier wie dort laufen Projekte aus dem Ruder massiv bis hin zum Abbruch.
Ja, also, und da jetzt wirklich zu sagen, da ein bisschen mehr ist angesichts dessen, dass kaum über Misserfolge geredet wird, eine schwierige Sache, wissenschaftlich haltbar das zu machen. Dies Ihnen nochmal hier aus der wissenschaftlichen Perspektive ein Stammbuch geschrieben. Aber ein Unterschied, über den wir heute auch zu reden haben, den gibt es halt doch einen fundamentalen, und der kommt, ja, französische Revolution, Liberté, Égalité, Fraternité, nicht? Vergessen wir mal den sexistischen Fraternité, und auch die anderen sind natürlich enger zu sehen. Égalité heißt Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Bürger, alle Wirtschaftssubjekte werden gleich behandelt, und das bedeutet mit Bezug auf Beschaffung im öffentlichen Bereich von den privatwirtschaftlichen Einheiten, dass wir das gerecht machen müssen, und dann sind wir beim Aufschreibungswesen. Wenn wir das Ganze noch transponieren in den internationalen Raum, wo dann ja auch noch Handelshemmnisse, nicht-tarifäre Handelshemmnisse eine Rolle spielen, dann sind wir bei diesem lustigen Organisation, der World Trade Organization, mit diesem WTO-Ausschreibung. Das ist sicherlich mal besonders gegenüber privatwirtschaftlichen Entscheidungen, IT-Beschaffungsentscheidungen, die in dieser Form, in dieser Stringenz nicht erforderlich sind. Und hier die allerletzte Theorie des heutigen Tages, oder aus meinem Vortrag zumindest, die Transaktionskostentheorie, die ein Netzwerk aus verschiedenen Verträgen abbildet und sagt, es gibt die klassischen, da kann ich alles, Kaufvertrag, alles genau beschreiben, und ich kann sagen Deal oder No Deal. Ja? Und es gibt die anderen Verträge, die je komplexer das Produkt ist, je unsicherer die Leistung ist, je schwerer ich sie im Vornherein beschreiben kann, die zum Zuge kommen, das sind diese relationalen Vertragsbeziehungen. Und die kann ich eben nicht genau in eine Vertragsform gießen, sondern das muss ich ein wenig anders handhaben. Ganz typisch könnte man das machen, indem man diese Leute in die eigene Organisation eingliedert. Ja? Und dann gibt es natürlich hier diese, die dazwischen stehen, und das sind die, so behaupte ich mal, die eigentlich für Software- oder IT-Beschaffung sehr häufig relevant sind, nämlich, Sie haben es ja gesehen, wir haben es hier mit komplexen Gütern zu tun, sehr häufig, wir haben es mit Gütern zu tun, bei denen die genaue Gestalt am Anfang ein bisschen unsicher ist, weswegen ganz klar ist, der klassische Vertrag, der ist eher schlecht geeignet für so etwas, aber die Ausschreibungspraxis führt natürlich vor allen Dingen in ihrer klassischen Ausprägung auf einen klassischen Vertrag. Ich muss alles von vornherein genau beschreiben, damit ich nachher zeigen kann, dass es eine gerechte Entscheidung war, nicht? Und dass ich das verkaufen kann. Hier haben wir ein Problem, und dieses Problem wird heute sicherlich noch zur Sprache kommen. Damit eigentlich die paar Ausführungen. Vielen Dank. Thank you.